Das erste Mal in der Geschichte unseres Vereines gibt es heuer zu Ostern ein Trainingslager. Und zwar aus folgendem Grund: Das Wetter ist ja bei uns immer so fürchterlich schlecht. Deswegen haben wir uns hier zum Trainingslager in Lignano versammelt. Hier in Lignano ist bereits der Frühling eingekehrt und es herrschen geradezu ideale Bedingungen für unser Trainingslager. Auch das Quartier, ein moderner Appartementbau im Zentrum von Lignano, entspricht ganz unseren Wünschen, wenn es auch ein bisschen kühl ist. Führen müsste jetzt nicht gerne mit 100. Fast so gut wie ich. Fast so gut wie ich. Nächste, Mario. Naja, wie fühlt man sich als Hausfrau? Naja, blendend, aus dem wird das eh, das haben wir das erste Mal gemacht. Das kann man nicht denken. Das magst du eh fisch. Siehst du eh? Was die anderen da muss ich da machen? Ganz fisch magst du das. Naja. Kommt dir das alles noch dran oder hast du das schon? Nein, nein, das wird erst einmal anfangen. Als nächstes, ja. Ja, das ist eh. So, wenn ich das nur geschlafen habe, mach ich natürlich nicht, das hat er eher gefühlt, gell. Ja, ja, ja. War ich dabei. Aber weißt du eh dabei? Ja, ja. Das wird dann eh schon sein. Nein, wenn es steht, dann schon der Schweiß. Ja, der Angstschweiß, weil der andere was anfällt, dann wird er das. Hast du schon was zusammengehört? Nein, nein, zusammengehört habe ich noch nichts. Gas. Gas zuschauen, gell? Ja, ja. Das werden wir dann nicht im Mädchen holen, ja, ne? Ja, weißt du, das sind schon wieder am Make-up aufbessern, gell? Ja, warte. Und wir steigen da herbei. Wir können sie umjagen. Immer die Männer, was? Immer die Männer. Die Menschen liegen auf der feinen Haut. Ja, genau. Sind sie Karten spielen. Du, Erwin, ist das eigentlich die Arbeitskammer? Ja, das ist die Arbeitskammer, bitte schauen wir jetzt gleich. Sind wir lieb? Gell, ist richtig modisch. Erwin, wir kommen uns da ein bisschen höher. Sowieso, wenn wir öfter sind, da sich zu einstellen mit den Arbeitskammer, da ist jeder ein gescheites Schöner, ein gescheites Gehandler, was ist denn los hier? Draußen kannst du eh nicht, weil das Wasser so eiskalt ist. Also. Naja, was ist das? Interessant, ne? Wir gehen halt ans Meer, ne? So, jetzt müssen wir eher ans Anwaschen vom Meer einen Schwamm mitnehmen. Ja, ja. Dass die so einen dreckigen, dann werden wir auswaschen und dann schenken wir ihm dann. Dann kann er gescheit abwaschen. Muss er nicht mit dem Kochlöffel übereinander füllen. Wenn ich alle bringen will, muss ich da übereinander kratzen, dann wird man dann nicht arbeiten. Da steht der Bier an den Bayern. Zum Bierleid vielleicht. Richtig, zum Bemitleiden. Nein, aber bist du der richtige Hausmann, wirklich. Die Frau, was dir mit Rücken kommt, braucht nichts über. Gell, schon schade, dass der Frill nicht da ist, da hast du einen gescheiten Partner zum Antrinken. Wenn ich den Bullshit haben, dann anwaschen, zuschaut, da schlafen wir ja alle zwei Augen. Das ist ja, da hoffe ich, es ist alleine, wir drei, gell? Ja, genau. Und haben kein Hinterexpieren. Ja. Genau, bei dem weiß man es ja nie. Nein, ich meine, zutrauen tut es ihm schon, dass er antrinken kann, nicht? Man, das ist das Mindeste, was er kennen muss, wenn er mit uns mitfährt nach Italien. Ne? Aber ich traue mir erzählt, dass er was heimmacht. Ne? Ist nicht so ein Chef wie du, ne? Aber das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder, genau. Ende der Szene, jetzt gehen wir trainieren. Genau, gehen wir trainieren. Thank you.
Trainingsübereifer konnte es dann schon einmal passieren, dass die Füße schneller waren als der Kopf. Schwänzen schauen sie halt aufgekämpft aus. Steady, du schaust gescheit aus. Ja. Ich möchte sagen, dass wir das ganze Woche schönes Wetter gehabt haben. Nicht? Also der Trainer hat uns gut verköstigt, dafür dankt die ganze Gruppe. Nicht? Und das Training war eigentlich sehr hart, nicht? Für das, dass der Strand so viel Kraft gekostet hat. Nicht? Wir haben auch genug Freizeit gehabt. Also das Ganze war herrlich. Nicht? Wir haben angefangen schon für die Leute, nicht? Die waren sehr freundlich. Und sowieso war es blendend. Nein. Ich möchte auch sagen, mir hat der Trainingskurs irrsinnig gut gefallen und würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder so irgendwas veranstalten würden. Und ich hoffe halt, dass uns das bei den Wettkämpfen also etwas bringen wird, an Konditionen und so. Und dieses Jahr 1980 sollte einiges bringen. Mit 23,86 Sekunden läuft Harald im weißen Dress 200 Meter Vereinsrekord. Nur 1/11 hinter dem Sieger Klaus Gule aus Spital an der Drau. Auch Mario beweist sein Talent. Im Kugelstoß der Jugend startet er bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften in Graz-Eckenberg. Obwohl noch in der Schülerklasse startberechtigt, schlägt er sich hier ausgezeichnet. Mit 11,08 Metern wird er Siebenter. In der Schülerklasse zählt er im Kugelstoß in Österreich zur Spitze. Mit 12,85 Meter lag er 1980 in der österreichischen Bestenliste auf Platz 3. Gerda gelingt 1980 ebenfalls der Durchbruch zur österreichischen Spitze. Bei den niederösterreichischen Meisterschaften der allgemeinen Klasse in Schwechat bleibt sie im 100 Meter Vorlauf mit 12,85 Sekunden, nur 0,05 hinter der bekannten Schwechaterin Ricky Lechner zurück. Den ersten großen Sieg gibt es bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften der Jugend in Graz. Überlegen gewinnt Gerda den 200-Meter-Lauf und hier im Bild den 400-Meter-Lauf in 58,76 Sekunden.
vor der Spitalerin Anita Blüm, die 60,40 Sekunden läuft. Reinhards Vielseitigkeit zeigt sich bei den österreichischen Junioren-Staatsmeisterschaften. Aufgrund seiner Vorjahrsleistungen ist er im Dreisprung im österreichischen Juniorenkader. Der erste Versuch gelingt nicht nach Wunsch. Alfred Stummer von Ulce Wilczek kommt auf 14,55 Meter. Diese Weite bedeutet Platz 2. Dieser Sprung war leider übertreten, aber auch Siegfried Balz, dem späteren Sieger mit 14,75 Meter, gelingt nicht jeder Sprung. Im dritten Versuch springt Reinhard 14 Meter und 9 Zentimeter. Das ist neuer Vereinsrekord und bedeuten hier im Bewerb Platz 5. Reinhards Paradedisziplin ist der Zehnkampf. 1980 verteidigt er seinen niederösterreichischen Meistertitel aus dem Jahr 79. Im 100-Meter-Lauf, dem ersten Bewerb, läuft er mit 11,97 seine bisher schnellste Zeit. Zum selben Zeitpunkt findet in der Südstadt der Zehnkampf der Jugend statt. Haraldsson Leitner überquert im Stabhochsprung 2,90 Meter. In der Endreihung belegt er Platz 8. Mario Ostermann springt 3,20 Meter, allerdings erst im zweiten Versuch, eine Höhe, mit der er sich 1980 in der österreichischen Schülerbestenliste auf Platz 4 katapultiert.
Inzwischen haben die 10 Kämpfer 9 Disziplinen hinter sich gebracht. Vor dem abschließenden 1500-Meter-Lauf hat Reinhard einen beruhigenden Vorsprung auf den St. Pöltner Thomas Futterknecht. 6.386 Punkte sind neue persönliche Bestmarke. Zum zweiten Mal wird Reinhard bester niederösterreichischer Zehnkämpfer. Die österreichischen Meisterschaften der allgemeinen Klasse wurden 1980 an Kärnten vergeben. Bei einem Ausflug auf den Pyramidenkogel am Südufer des Wörthersees, zusammen mit den Amstettener Athleten, wird die Stimmung vor dem Wettkampf etwas aufgelockert. Reinhard Leichtfried und Gerda Haas haben sich für die Staatsmeisterschaften qualifiziert. Gerda hat mit der sechstbesten Vorlaufzeit das Finale im 400-Meter-Lauf erreicht. Hier trifft sie auf die oftmalige österreichische Meisterin Caroline Käfer, auf Hanni Burger aus Schwechat, die Linzerin Gabi Korab, Anni Edlinger vom Artus Grathorn. Das Ergebnis ist sensationell. Hinter Caroline Käfer, Anne Edlinger und Gabi Korab wird Gerda Vierte. Bis jetzt die beste Platzierung eines Kärntner Sportlers bei österreichischen Meisterschaften der allgemeinen Klasse. Thank you.
nächste Station im Leichtathletik-Zirkus ist Vorarlberg. Durch das Montafon geht's nach Bludenz, dem Austragungsort der österreichischen Jugendmeisterschaften. Vor dem Wettkampf machen wir am Vormittag noch einen Ausflug zum Lühnersee. Das Limit im Weitsprung. Er hat Schwierigkeiten mit dem Anlauf und bleibt weit unter seiner Bestmarke von 6,32 Metern. Mit 6,07 Meter wird er guter Elfter. Finale über 200 Meter. Nach den Vorlaufzeiten zählt Gerda zu den Favoritinnen. Und sie wird dieser Rolle auch gerecht. Nach 80 Metern liegt sie bereits vor der Vorjahrsstaatsmeisterin Inge Stumptner. Auf den letzten 40 Metern baut Gerda den Vorsprung noch aus und siegt trotz 4,5 Meter Gegenwind in der ausgezeichneten Zeit von 25,90 Sekunden.
Gratulationen von allen Seiten für die erste Staatsmeisterin der Aske Kemerton. Siegerehrung durch den Präsidenten des Vorarlberger Leichtathletikverbandes. Platz 2 geht an Gudrun Sternig von Aske Villach und nur Platz 3 für die enttäuschte Inge Stumptner aus Linz.